Lieber Wolfgang Gerhardt, verehrte Damen, meine Herren, heute auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde John F. Kennedy geboren. Ich bin ein Berliner. Wer diesen Satz hört, wer entwickelt nicht sofort Gefühle, die Bilder, die man vor Augen hat. Ich bin ein Berliner, hat er gesagt. Seine Rede vor dem Rathaus Schöneberg ist bis heute ein bedeutendes Dokument westlicher Werte und transatlantischer Partnerschaft. Und gerade in diesen Tagen sollten wir uns daran erinnern. Aus aktueller Irritation darf keine dauerhafte Entfremdung werden. Die USA sind nicht Donald Trump. Und es verbindet uns mehr mit den Vereinigten Staaten, als eine einzige Präsidentschaft gefährden könnte. Selbstverständlich ist es ein Anlass, dass Europa nun zu neuer Handlungsfähigkeit und Geschlossenheit findet, seine eigenen strukturellen Reformen angeht und sich den Aufgaben widmet, die zu lange liegen gelassen worden sind, von der Vertiefung des Binnenmarkts über die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, den Schutz der Außengrenzen und grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung. Aber diese Stärkung Europas kann doch kein Gegenmodell zur transatlantischen Partnerschaft sein. Diese Stärkung Europas, sie wäre auch notwendig, wenn wir uns weiter in gleicher Weise mit den Vereinigten Staaten unserer Werte auch unter einem Präsidenten Trump sicher sein könnten. Deshalb wundere ich mich aktuell über manche Wortmeldung aus der deutschen Politik und aus dem Deutschen Bundestag, gerade heute, wenn man die Berichterstattung der deutschen Presseagentur liest. Manche Formulierung hat doch wirklich jedes Maß verloren, wenn man sich erinnert, wie in den vergangenen Monaten oder eben nicht in den vergangenen Monaten über die Politik von Herrn Erdogan und Herrn Trump gesprochen worden ist. Dialog jedenfalls ist notwendig mit den Vereinigten Staaten. Dialog heißt, Unterschiede zu benennen, aber eben auch weiter miteinander im Gespräch zu bleiben. Mir gefällt nicht, dass jetzt schon von den G6 gesprochen wird. Wiederholen wir nicht einen Fehler, nämlich Russland aus den G8 auszuladen. Der Dialog muss gerade dann, wenn es große Meinungsunterschiede gibt, besonders intensiv fortgesetzt werden. Verehrte Anwesende, Kennedys Rede hat gezeigt, dass die Idee der Freiheit in dieser Stadt eine besondere Heimat hat. Und deshalb ist es auch kein Zufall, lieber Wolfgang Gerhardt, dass seit 2007 die Reden zur Freiheit hier in Berlin, auch in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor, gehalten werden. Der Liberalismus ist keine Religion, sondern eine Einladung zur Reflexion. Wir haben Ideen, aber keine Ideologie. Wir haben ein Gewissen, aber wir verfügen nicht über letzte Gewissheiten. Und wir sind der Freiheit des Einzelnen verpflichtet und nicht einzelnen Denkern der Freiheit. Und deshalb heißt Liberalismus für uns, immer wieder neu zu denken, Selbstkritik zu üben. Und diese Selbstbeschränkung lässt Liberale bescheiden sein. Aber auf der anderen Seite erwächst aus dieser Selbstbeschränkung eben auch Kraft. Denn wer nicht im Besitz letzter Erkenntnis ist, wer keinen Endzustand oder eine Erlösung anstrebt, der kann sich darauf konzentrieren, was tatsächlich möglich ist. Darüber nachdenken zu können bei dieser Gelegenheit, lieber Wolfgang Gerhardt, verdankt sich Ihnen als dem Anstifter dieser Reihe von Reden, und dafür bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar. Zehn große Persönlichkeiten haben vor mir hier gesprochen. Wer könnte eine Einladung, eine Rede zur Freiheit zu halten, dann ausschlagen?
Wolfgang Gerhardt rief bei mir an. Ich habe zugestimmt. Und dann kam das Briefing. Der erste Teil des Briefings war, Sie dürfen über alles sprechen, nur nicht über 45 Minuten. Also dachte ich, sage ich einmal, dass die größte Gefahr für unsere Freiheit der grassierende Bürokratismus ist. Spreche ich doch hier einmal darüber, dass die Große Koalition bereits unseren Wohlstand verteilt, bevor er überhaupt erwirtschaftet ist. Warne ich vor symbolischer Gesetzgebung, die unsere Freiheit und Privatheit einschränkt, obwohl die wirkliche Gefahr ein Rechtsstaat ist, dessen Polizei und Justiz nicht mehr handlungsfähig sind. Und dann hat Wolfgang Gerhardt gesagt, ich sollte bitte keine Wahlkampfrede halten. Jetzt mache ich seit 3,5 Jahren nichts anderes, als Kampagnereden zu halten. Seit 3,5 Jahren gebe ich mich der sportiven Freude hin auf Marktplätzen, in umgebauten Scheunen, die heute als Nebenzimmern von Gaststätten dienen, im Landtag und auf Parteitagen solche Reden zu halten. Aber heute ist von mir hier ein sozusagen Genrewechsel gefordert worden. Also eine Grundierung liberaler Politik zu geben. Ich muss sagen, es mischt sich der Dank für eine solche Gelegenheit mit der Erkenntnis, dass es sich um eine erzieherische Maßnahme handeln könnte. Ich will mich aber gerne hingeben, um auch unsere befreundete Stiftung Trennungsgebot nicht in Verlegenheiten zu bringen. Mein Ausgangspunkt ist ein biografischer. Wir haben beim Prozess, die FDP zu erneuern, den Weg vom Wie zum Warum zurückgelegt. Die Frage hieß nicht, wie kommen wir zurück in den Deutschen Bundestag, sondern warum wollen wir zurück in den Deutschen Bundestag? Und jeder Einzelne von uns hat sich diese Frage nach dem Warum auch gestellt. Warum bist du eigentlich freier Demokrat und nicht Christ oder Sozialdemokrat oder bei den Grünen? Da geht man zurück an die Quellen auch der eigenen Grundüberzeugung. Bei mir war es, einige, die mich besser kennen, den habe ich es bereits erzählt, bei mir war es die Zeit als Jugendlicher, als Schüler, als ich das Ziel hatte, zum 18. Geburtstag eine eigene Wohnung zu haben und ein eigenes Auto zu haben und für beides niemandem Dank schulden zu müssen. Also musste ich ein Gewerbe anmelden, um Geld zu verdienen. Dafür hatte ich mich entschieden. Mit den ganzen Scherereien übrigens, was es bedeutet, wenn man vor dem 18. Geburtstag eine vormundschaftsgerichtliche Erklärung erwirken will, um sich schon selbstständig zu machen. Warten Sie doch noch ein bisschen. Genießen Sie doch Ihre Jugend. Das war mein Lebensgefühl. Der Wunsch nach Selbstbestimmung. Die Freude auch an den Ergebnissen der eigenen Schaffenskraft. Die Lust auf persönlichen Fortschritt. Ich habe dann nach einem Jahr von meinem ersten Geld, ich muss präziser sagen, von meinem allerersten gesamten selbstverdienten und versteuerten Geld, habe ich mir einen Porsche gekauft. Ob das eine kluge Entscheidung war? Es war jedenfalls eine notwendige Entscheidung, weil man sich ja Lebensträume auch erfüllen muss. Also es war für mich dieses Lebensgefühl der Freiheit, das mich gelenkt hat hin auch zu den Freien Demokraten und das auch den besonderen Esprit dieser Partei ausmacht. Ich erzähle dies hier heute bei dieser Gelegenheit allerdings nicht, um ein Heldenepos zu stiften, sondern weil ich mir bewusst darüber bin, dass mein Lebensgefühl, dem ich gefolgt bin, Voraussetzungen hatte, die außerhalb meiner Entscheidungen lagen. Selbstbestimmung hatte Bildung und Erziehung als Voraussetzung.
Meine Risikobereitschaft war natürlich gestützt durch die Solidarität meiner Familie, im Falle eines Falles eine helfende Hand zu reichen. Meine ungewöhnlichen Projekte und Spleens, auf die haben meine Freunde mit Toleranz geantwortet. Und der wirtschaftliche Erfolg war nur in einer Ordnung denkbar, in der auch der Außenseiter und Newcomer eine Chance erhält. Also die Freiheit als Lebensgefühl, von der ich spreche, das ist nicht das Lebensmodell eines Robinson Crusoe, sondern die Freiheit, von der ich spreche in einer modernen Gesellschaft, die hat Voraussetzungen kultureller und gesellschaftlicher Art, die über den einzelnen Menschen hinausgehen. Und deshalb geht es mir hier heute in meiner Rede zur Freiheit um diese Bedingungen und um den Kontext freiheitlicher Lebensentwürfe. Und von meinem biografischen Ausgangspunkt will ich drei gedankliche Wege mit Ihnen abschreiten. Der erste. Zum Vokabular der politischen Linken gehört das Wort von den kleinen Leuten. Über kleine Leute wird auch jetzt im beginnenden Bundestagswahlkampf wieder gesprochen. Man müsse sich um die kleinen Leute kümmern, etwas für die kleinen Leute tun. Wegen des Datums vor 100 Jahren muss ich an meine Lieblingsanekdote von John F. Kennedy denken. Kennedy besuchte den Spaceport von Cape Canaveral mit einer großen Delegation von Astronauten, Spitzenbeamten, Wissenschaftlern und Politikern, ging er durch die Anlagen, ließ sich führen, einem großen Tross. Und diese Delegation kam irgendwann an einen riesigen Hangar, vielleicht hoch oder noch höher, wie das Allianzforum hier. Und er war leer, dieser Hangar, mit einem spiegelglatten Boden, aber in der Mitte des Hangars, da war ein einzelner Mann damit beschäftigt, den Boden zu bohnen. Und der Präsident löste sich von seiner Delegation und ging zu diesem Mann hin und hat ihn gefragt, was tun Sie hier? Und die Antwort dieses Manns, der den Schrubber zur Seite legte, war, Mr. President, einen Mann auf den Mond bringen. Und der amerikanische Präsident salutierte. Ihm wäre nicht eingefallen, diesen Menschen als einen kleinen Leut zu bezeichnen. Denn wer Menschen in ein gesichtsloses Kollektiv einordnet, wer sie pauschal zu Verlierern macht, der macht sie erst zu kleinen Leuten. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne hat Respekt für sein Leben und seinen Lebensentwurf verdient. Und dass mehr Menschen bessere Chancen haben, ihre eigenen guten Lebensgeschichten schreiben zu können, das ist der Zweck liberaler Politik. Deshalb tun wir, was wir tun. Diese alltäglichen, realen Lebenschancen zu gewährleisten, ist eine umfassende Aufgabe. Und sie verlangt, dass wir uns Freiheit nicht nur nehmen, dass wir uns Freiheit nicht nur nehmen, sondern sie auch geben und für andere gewährleisten. Auf die Frage, worum es ihm geht, antwortet der Liberale also nicht mit dem Ego. Auf die Frage, worum es ihm geht, antwortet der Liberale um dich. Um dein Recht, deine Chance, im Hier und Jetzt glücklich zu werden, um deine Chance, dein Leben in die Hand zu nehmen, um deine Freiheit, Bindungen einzugehen oder zu lösen. Ralf Dahrendorf beschrieb das als Melioration der Gesellschaft, als ihre schrittweise Verbesserung. Er schlug schon 1979 vor, den Fortschritt einer Gesellschaft an der Entwicklung von Lebenschancen zu messen. Nicht am Bruttosozialprodukt, ich sage nicht allein,
damit wir nicht einen falschen Eindruck hier bekommen. Auch nicht am Glücksindex. Und auch nicht am Grad der Industrialisierung, sondern an den Chancen, Autor des eigenen Lebens zu sein. Diese Idee Dahrendorfs, Fortschritt in Lebenschancen zu messen, ist keine deutsche oder westliche Idee, sondern bemerkenswerterweise ist es eine weltweit inspirierende Vorstellung. Denn ebenfalls zeitgleich 1979 schlug der spätere indische Nobelpreisträger und Ökonom Sen mit seinem Capability Approach etwas Vergleichbares vor. Gerechtigkeit an den realen Chancen, an den konkreten, substanziellen Freiheiten zu messen, die Menschen haben, ein Leben nach eigenen Vorstellungen zu führen. Mithin sich aus den Vorprägungen einer ständischen Gesellschaft, Indien, lösen zu können, sich auch von ihrer Herkunft und ihrem kulturellen Kontext emanzipieren zu können, um als voll funktionsfähige Individuen die eigene Biografie zu bestimmen. Was für ein Gedanke vor dem Kontext der indischen Gesellschaft des Jahres 1979. Bemerkenswert ist daran, dass viele Entwicklungsökonomen und auch linke Denker ja Freiheit an der Gerechtigkeit messen. Und das ist bei Sen nun anders. Freiheit wird bei Linken der Gerechtigkeit untergeordnet und dann wird die Freiheit im Namen des Einzelnen und die Freiheit des Einzelnen für Gerechtigkeit beschränkt. Und bei ihm ist nun umgekehrt. Da nimmt die Gerechtigkeit ihr Maß an der Freiheit. Da nimmt die Gerechtigkeit ihr Maß an der Freiheit. Da ist Freiheit der Leitwert, an dem sich entscheidet, was Gerechtigkeit ist. Zielpunkt aller Entwicklung ist die Erweiterung individueller Freiheiten. In der vierten Berliner Rede, lieber Wolfgang Gerdt, hatten Sie Paul Nolte eingeladen. Und er hat uns einen Auftrag damals gegeben, 2010. Er hat nämlich uns aufgefordert, zwischen der großen geschichtlichen Freiheit einerseits zu unterscheiden und andererseits die kleine alltägliche Freiheit stärker in den Blick zu nehmen. Und Helen Zille, die von Ihnen ja geehrte Premierministerin von Western Cape in Südafrika, nennt diese alltäglichen Freiheiten Freedoms you can use. Diese Beschäftigung mit den kleinen Freiheiten, die im Alltag einen Unterschied machen, begründet, warum für uns Bildung ins Zentrum unserer politischen Bemühungen gerückt ist. Denn sie ist die Befähigung zur Freiheit als unverzichtbare individuelle Ausrüstung und als Voraussetzung für gesellschaftlichen Fortschritt. Wenn wir uns heute in unserem Land mit mittelmäßiger Bildung zufrieden geben, dann werden wir auch morgen ein mittelmäßiges Leben führen. Warum sollten wir nicht schaffen können, was unser Land schon einmal vermocht hat? Warum nehmen wir uns nicht das Ziel, bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts wieder in den Bildungsrankings der Welt zu der Spitzengruppe zu gehören? Wenn dieser Tage allenthalben gesprochen wird über eine Quote für Rüstungsausgaben im nächsten Jahrzehnt, so wichtig die Stärkung unserer äußeren Sicherheit ist, warum diskutieren wir nicht mit der gleichen Intensität auch darüber, dass Deutschland bei den Bildungsinvestitionen wieder zur Spitzengruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen gehört? Alltägliche technologische Wandel fordert diese alltäglichen Freiheiten natürlich in besonderer Weise auch heraus. Die Biografien verändern sich auch durch eigenes Zutun, in dem der Arbeitsplatz verschwindet, die Branche keine Zukunft hat. Manche antworten darauf jetzt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Also mit einer Art Stilllegungsprämie. Das aber kann doch nicht die Antwort auf die Veränderung der Gesellschaft sein. Den Einzelnen sozusagen zu entlasten davon, auch seinen Platz im Leben neu zu suchen. Wenn der technologische Wandel so viel verändert und wenn dadurch Bildung ein nicht abgeschlossener Prozess, eine nicht zu Ende gehende Phase des Lebens ist, dann muss auch unser Bildungssystem erweitert werden. Im Grunde brauchen wir ein zweites Bildungssystem nach der ersten Ausbildung mit Öffnung
der Schulen, der beruflichen Schulen, der überörtlichen Ausbildungseinrichtungen, des Handwerks und der Hochschulen für Menschen, die sich auch nach der Erstausbildung wieder neu qualifizieren wollen. Ein zweites Bildungssystem, das die Menschen für den Wandel stark macht. Statt Umverteilung sollten wir dafür sorgen, dass keine Biografie zu einer Sackgasse ohne Entkommen wird. Das stärkt die Akzeptanz des technologischen Fortschritts und macht den Einzelnen zugleich groß. Und die Bereitschaft zur Veränderung hat eine Voraussetzung, nämlich dass der Einzelne individuell abgesichert ist. Ja, Freiheit und die Bereitschaft, das eigene Leben zu verändern, hat in einer modernen Gesellschaft die Voraussetzung eines entwickelten Sozialstaats. Wer bei jeder Veränderung fürchten muss, wie man bei uns in Nordrhein-Westfalen sagt, ins Bergfreie zu fallen, der wird sich doch ängstlich an den Status quo halten. Also die Voraussetzung für individuelle Entwicklung wie für gesellschaftlichen Fortschritt ist durchaus in diesem Sinne ein Sozialstaat, der den Menschen beisteht bei den großen Lebensrisiken, die sie alleine nicht auf sich nehmen können. Dieser Sozialstaat ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Der real existierende Wohlfahrtsstaat ist über diese Funktion inzwischen hinausgewachsen. Ich bekomme jeden Tag E-Mails von Menschen, die mir schreiben: Herr Lindner, Frau Nahles will mir helfen, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Es gibt ja Menschen, für die ist Freiheit ein anderes Wort für Gesetzeslücke. Und deshalb suchen sie auch fortwährend, die Lücken zu schließen. Die Menschen, die mir schreiben, das sind die IT-Freelancer, die als Selbstständige einen Schreibtisch in einem Unternehmen haben, die eingebunden sind in die betrieblichen Abläufe, im Team mitwirken, für einige Monate und die danach das Unternehmen verlassen und kein Projekt, keine Beschäftigung, keine Anstellung haben, weil sie sich 2, 3 Monate mit dem nächsten SAP-Zertifikat als Weiterqualifikationsmaßnahme beschäftigen wollen, weil sie sich den Kindern oder einer Reise widmen wollen, die das jedenfalls nicht als Makel begreifen, sondern als Ausdruck ihrer souveränen individuellen Lebensführung. Und diese Menschen wollen nicht, dass ihnen geholfen wird. Sie möchten einen Sozialstaat, der sie bei den großen Lebensrisiken nicht im Stich lässt, aber im Alltag bitte schön in Ruhe. Das ist ein anderes Modell. Das ist ein anderes Modell für eine sozialstaatliche Absicherung. Das ist ein anderes Paradigma für Staat überhaupt. Ich leihe mir mal einen Gedanken von Paul Kirchhoff, der einmal eine grundlegende Unterscheidung getroffen hat zwischen einem freiheitlichen Staat und einem Wohlfahrtsstaat, der am Ende des Tages doch aus edlen Motiven doch autoritäre Züge hat. Er sprach von einem Wohlfahrtsstaat, den man anlegen kann wie einen Fäustling. Der Fäustling, der wärmt die Hand, aber er schränkt eben die Freiheit ein. 4 Finger und der Daumen bleiben frei. Und das Paradigma, das wir uns suchen wollen, das ist eher der Fingerhandschuh. Der wärmt auch, aber er lässt eben die ganze Hand voll beweglich. Und deshalb kommt es darauf an, die Anforderungen nach Selbstbestimmung und Flexibilität neu zu versöhnen mit dem Wunsch nach sozialer Sicherheit. Wer aber nur soziale Sicherheit über den Staat organisieren will, der gibt den Menschen Schablonen vor, indem sie heute angesichts der neuen Lebensläufe und der neuen Lebensmodelle nicht eingepasst werden wollen. Ging das noch mit zu wenig Wahlkampf, Herr Gerhardt? Ja, ist noch okay. Ja. Ich schaue Sie immer an. Ja. Meine zweite Bemerkung knüpft an Sie an, lieber Wolfgang Gerhardt. Sie haben ja eine ähnliche Skepsis und Vorhaltung auch in Ihrer Einführung zum Ausdruck gebracht.
Kritiker werfen ja dem Liberalismus vor, er sei eigentlich nur eine westliche Entschuldigung für wirtschaftlichen Egoismus. Neoliberalismus ist zu einem Schmähwort geworden, frei von jedem ursprünglichen Inhalt übrigens. Ich will hier nicht den Versuch unternehmen, diesen Begriff zu rehabilitieren. Daran sind größere gescheitert, wie beispielsweise Joachim Gauck bei seiner Rede in Freiburg. Die Wahrheit ist aber, Liberalität ist die Skepsis gegenüber jeder Form von Machtkonzentration. Sei es die ökonomische Macht oder sei es die politische Macht, der Machtanspruch des Staates. Damit ist Liberalismus mehr als eine Haltungsfrage oder mehr als ein Lebensgefühl. Es ist eine Ordnungslehre. Und auch die Forderung nach Steuersenkungen macht aus Donald Trump noch keinen Liberalen. Denn die ordnungspolitische Aufgabe ist es, dem Einzelnen ökonomische und demokratische Mitwirkungschancen zu sichern. Und diese Aufgabe, dem Einzelnen ökonomische und demokratische Mitwirkungschancen zu sichern, ist dringlicher und größer denn je. Aufgrund des technologischen, politischen und gesellschaftlichen Wandels, in dem wir uns befinden. Nehmen wir allein die Digitalisierung, die machtvolle Spieler hervorgebracht hat, wie die Googles, Amazons, Facebooks der Welt. Unternehmen, die Respekt verdienen wegen ihrer Innovationskraft, Respekt vor ihrem wirtschaftlichen Erfolg. Aber Liberale müssen Partei ergreifen für die Abweichler und Newcomer. Wenn Unternehmen so machtvoll sind, wenn sie über so viele Daten verfügen, dann sind sie nicht nur ein zivilisatorischer Fortschritt, weil wir alle jeden Tag und gerne diese Dienste in Anspruch nehmen. Sie sind zugleich auch eine Gefahr für die Freiheit, weil sie aus kommerziellem Interesse uns unsere Privatheit streitig machen. Sie sind eine Gefahr für die freiheitliche Ordnung, weil jemand, der so mächtig ist, natürlich anderen die Bedingungen des Business diktieren kann. Wenn der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer in einem offenen Brief sagt, er habe Angst vor Google, weil sie sein geistiges Eigentum nutzen, neu konfektionieren und damit Geld verdienen, ohne dass er sich dagegen wenden kann, zeigt das eine Deformation unserer marktwirtschaftlichen Ordnung. Weil das Recht auf das eigene gute Leben für jeden Einzelnen gleichermaßen gilt, darf niemand selbstherrlich über die Chancen anderer herrschen. Und deshalb brauchen wir ein neues Wettbewerbs- und Kartellrecht für die digitale Ökonomie. Ich füge hinzu natürlich auch ein Recht, das Datensouveränität für den Einzelnen gewährleistet. Denn Private sind heute vielleicht eher ein Gefährder der Privatheit ihrer Kunden und Nutzer, als es der Staat ist. Gabor Steingart hat in einer damals, wie ich glaube, missverstandenen Rede zur Freiheit über Banken und Staaten gesprochen. Manche haben das verstanden als Kritik an der marktwirtschaftlichen Ordnung. Ich habe mir diese Rede deshalb noch einmal angesehen. Wir erleben seit Jahren, dass Banken und Staaten zusammenwachsen. Der Pumpkapitalismus, vor dem Ralf Dahrendorf in seinem letzten Essay vor seinem Tod gewarnt hat, bezeichnet genau das. Dass in geschlossenen Kreisläufen mit geliehenem Geld über Staatsanleihen neues Geld geschöpft und verdient wird. Über diese Mésalliance sind Banken und Staaten verwachsen, dass wir an den Kapitalmärkten nicht mehr über eine marktwirtschaftliche Ordnung, sondern über eine, so Steingarts Wort, tatsächlich Bastardökonomie sprechen müssen. Die einzelne Bank ist so wichtig geworden, auch als Finanzier des Staats, vollgepumpt mit den Staatsanleihen ihres Heimatlandes, finanziert durch billiges Notenbankgeld,
dass sie im System gehalten werden muss und im Zweifel, wie jetzt gerade in Italien wieder diskutiert, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gerettet wird. Wenn Banken und Staaten in einer Weise zusammenwachsen, dass der Staat keinen Anreiz hat, die eigene Solidität und Stabilität zu pflegen, und andererseits auch schlecht wirtschaftende Banken mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gerettet werden müssen und nicht Eigentümer und Gläubiger in Haftung genommen werden, dann ist das tatsächlich nicht soziale Marktwirtschaft. Dann ist das kein Programm zur Reduktion der Macht über den Einzelnen, sondern dann ist das die Perversion von Marktwirtschaft und eben keine liberale oder neoliberale Ordnung. Und deshalb muss die Aufgabe in der Ordnungspolitik sein, die Finanzen von Staat und Privat in Europa und darüber hinaus wieder so zu trennen, dass das marktwirtschaftliche Wettbewerbsprinzip die Macht reduziert. Ich muss immer auf die Uhr gucken, nicht über 45 Minuten. Fairer Wettbewerb, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, treibt Lösungen. Und Marktwirtschaft belohnt unternehmerisches Handeln, Möglichkeiten zu erkennen, anzupacken, zu investieren, Arbeit zu organisieren, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Das ist das Prinzip der Marktwirtschaft. Und da wird das Alte durch das Bessere ersetzt. Wir erleben Zeiten, in denen indessen das politisch Gewünschte oft das technologisch Überlegene ersetzt. An wie vielen Stellen erleben wir eine Anmaßung des Wissens, dass die Politik eingreift in das Wettbewerbsspiel von Wirtschaft und Gesellschaft, in dem Dauersubventionen gezahlt werden für einzelne Technologien, in dem gesellschaftliche Großprojekte auf den Weg gebracht werden, wie ein Klimaschutzplan, mit dem die Entwicklungen einzelner Sektoren, Branchen und Technologien bis zum Jahr 2050 geplant werden sollen. Daraus leitet sich jetzt die Diskussion ab, wollen wir im Jahr 2030 vielleicht komplett den Verbrennungsmotor verbieten? Missverstehen Sie mich nicht, trotz meiner biografischen Eingangsbemerkung. Ich weiß nicht, ob der Verbrennungsmotor die Zukunft ist. Ich weiß allerdings auch nicht, ob die Elektrifizierung allein seligmachend ist. Erst recht nicht im Jahr 2030, wenn wir noch 40% Strom aus Kohle gewinnen. Durch eine solche Politik, die den technologischen Wettbewerb, den Ideenwettbewerb aushebelt, werden wir aber auf ein falsches Gleis gelenkt. Denn der marktwirtschaftliche Wettbewerb ist eben auch ein Entdeckungsverfahren für neue Lösungen, die zuvor noch keiner gesehen hat. Ein Einzelner kann dabei natürlich in die Irre laufen und scheitern. Aber sie oder er kann auch Pionier einer neuen technologischen Revolution sein. Und deshalb gehört zu einem marktwirtschaftlichen Erneuerungsprogramm auch, die Weisheit der vielen Einzelnen zu verteidigen gegen die Einfältigkeit der wenigen am grünen Tisch. Im wahrsten Sinne des Wortes übrigens. Mein dritter Gedanke. Die Konsequenz von Individualität ist eine vielfältige, eine bunte Gesellschaft mit völlig unterschiedlichen Lebenslagen. Für Liberale gilt das Wort des großen Philosophen Odo Marquardt, der die bürgerliche Gesellschaft gekennzeichnet hat durch den Umstand, dass in ihr, jetzt Zitat, angstfreies Anderssein-Dürfen für alle gewährleistet sei. Wer dagegen vom Kollektiv her denkt, egal ob links oder rechts, der schaut mit Skepsis auf diese Buntheit und Vielfalt. Denn jede Form von Kollektivismus, egal von links oder rechts, egal ob konservativ oder sozialistisch oder ökologistisch oder autoritär, jede Form von Kollektivismus geht von einer Homogenität der Gesellschaft aus oder mindestens einer Mehrheit der Gesellschaft.
Die Linke bewertet die Homogenität oder fordert die Homogenität der Gesellschaft eher in ökonomischer Hinsicht. Da wird der Begriff der Gleichheit in Stellung gebracht hinsichtlich der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Da wird jeder Unterschied kritisch vermessen und zum Skandalon erklärt. Auch in einem Land, das ein historisch und international beispielloses Niveau an Umverteilung erreicht hat. Ist aber tatsächlich diese Homogenität und Gleichheit ein Ziel, das man als Liberaler, wer Lebenslauf Souveränität fordert, sich zu eigen machen kann? Tatsächlich müssen doch Fleiß, Talent und Risikobereitschaft einen Unterschied machen dürfen. Wie wäre es umgekehrt? Fleiß und Talent und Risikobereitschaft dürften keinen Unterschied mehr machen. Wie grau und kalt und erstarrt wäre eine solche Gesellschaft? Vielfalt ist geradezu notwendig und legitim, solange kein stahlharter Status quo besteht, sondern die individuelle Chance auf Veränderung. Und deshalb das Plädoyer für Bildung. Deshalb das Plädoyer für eine Ordnungspolitik, die fairen Wettbewerb auch für Außenseiter, Newcomer und Abweichler gewährleistet. Deshalb das Plädoyer für einen Sozialstaat, der im Zweifel immer fördert, wenn Menschen arbeiten und vorangehen, als sie in seinen Systemen zu halten. Deshalb das Plädoyer für eine faire Balance zwischen Staat und Privat, damit Menschen individuell auch von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft so viel behalten können, dass sie sich Wohlstand erarbeiten können. Und vor allen Dingen deshalb auch eine Politik, die auf Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand setzt. Denn wer die Verteilungsergebnisse einer Gesellschaft so verändern will, dass es auch denen besser geht, die heute nicht mit ihrem Leben zufrieden sein können. Welches Angebot macht er, wenn es nicht Wachstum ist? Den Menschen, die mit ihrem Leben nicht zufrieden sein können, kann man in einer Gesellschaft ohne wirtschaftliche Prosperität und Wachstum doch nur die Perspektive des Verdrängungswettbewerbs und harter Verteilungskämpfe bieten. In einer Gesellschaft, die prosperiert, in der Wachstum möglich ist, da gelingt es für den Einzelnen viel leichter, am wachsenden Wohlstand auch seinen eigenen Anteil durch Bildung, Einsatz zu vergrößern. Und deshalb ist eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik geradezu ein Gebot sozialer Verantwortung. Auf der anderen Seite, die Konservativen bewerten die Homogenität der Gesellschaft in einer kulturellen Hinsicht. Das zeigt ja die Debatte über Leitkultur, die ja auch vor Trivialitäten nicht Halt macht. Man gebe sie in Deutschland die Hand. Und Frau Merkel empfiehlt uns, das christliche Liedgut am Heiligen Abend zu pflegen. In einer offenen Gesellschaft muss es jedem Menschen freigestellt sein, so zu leben, wie er es für richtig hält, auch wenn dies den Traditionen der Mehrheitsgesellschaft widerspricht. Wir respektieren jeden Menschen, so wie er ist. Übrigens, Fortschritt braucht gerade die Abweichung von der Norm, denn oft genug wächst Innovation, wächst gesellschaftlicher Wandel von den Rändern. Deshalb sind Nischen für die legitime Entfaltung essentiell für eine liberale Ordnung. Das ist die Pointe des Grundgesetzes. Und nun wird eingewendet, ja, reicht denn diese Form eines, Sie haben es gemerkt, Verfassungspatriotismus aus? Und oft genug zitiert wird dann der berühmte und große Staatsrechtslehrer Ernst Wolfgang Böckenförde, Sie kennen sein Diktum alle, dass der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebe, die er selbst nicht garantieren kann. Und oft genug wird dieses Argument dann verwendet, um über die Hintertür doch eine Leitkulturdebatte zu führen.
Die Liberalität des Grundgesetzes aus meiner liberalen Perspektive ist aber kein Relativismus des teilnahmslosen Nebeneinander, sondern aus der objektiven Wertordnung unserer Verfassung sprechen selbst Werte zu uns. Bei Liberalität und Toleranz kann es für niemanden Rabatt geben, weil die Werte des Grundgesetzes eben nicht verhandelbar sind und sie markieren Gleichberechtigung der Geschlechter, den Schutz von Minderheiten, die sexuelle Identität, die Religionsfreiheit und natürlich vor allen Dingen die Würde und Freiheit eines jeden Einzelnen. Die Ordnung des Grundgesetzes ist offen für alle unter der Bedingung, dass man den Geist des Grundgesetzes auch mitträgt. Insbesondere ist Religion keine Ausrede für Rückschritt. Wir erwarten von religiösen Führern eine Absage, eine deutliche Absage an jegliche religiöse Begründung von Terror und Gewalt und ein Bekenntnis zu Respekt und Toleranz gegenüber Anders- und Nichtgläubigen. Ausschließlich auf dieser Grundlage kann sich eine freiheitliche Gesellschaft entfalten. Wir Liberale wollen keinen staatlichen Sittenwächter, der uns vorschreibt, was moralisch gut und richtig ist. Der Staat ist auch keine Erziehungsanstalt. Aber eine freiheitliche Verfassung muss am Ende dann doch von Menschen mit freiheitlicher Gesinnung getragen werden. Eben dieser Verfassungspatriotismus ist kein nackter Legalismus, wie in der Weimarer Republik. Als eine liberale Verfassung, aber keine liberale Gesellschaft bestand. Das, was diese Kultur der Freiheit, wie Udo Di Fabio in seiner Rede gesagt hat, ausmacht, das sind eben bürgerliche Tugenden des Liberalismus und des Republikanismus. John Stuart Mill schrieb über die unverzichtbaren Voraussetzungen in Menschen, die Freiheit lieben, die Rechtschaffenheit achten und ihre Kultur dem eigenen Lebensentwurf in die Zukunft hineintragen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Antwort auf eine Leitkulturdebatte jenseits von Opernhaus und Sauerkraut und christlichen Liedern ein Katalog liberaler Bürgertugenden sein sollte, inspiriert vom Geist des Grundgesetzes. Diese liberalen Bürgertugenden erfordern Courage, im Alltag für liberale Werte und Prinzipien zuzustimmen, auch dann, wenn es einmal nicht bequem ist. Wer bei Rotary mittags sitzt und einer erzählt dummes Zeug und gibt Pauschalurteile über Muslime ab, wer dort schweigt, stimmt zu. Zu diesen liberalen Bürgertugenden gehört das Verantwortungsprinzip. In einer liberalen Gesellschaft darf man nicht alles mit Gesetzen vorgeben. Eine Freiheit, die nicht auch von Einzelnen im Einzelfall missbraucht werden kann, ist keine Freiheit. Aber als sittliches Prinzip muss die Verantwortung gelten. Und Verantwortung ist kein nackter leerer Begriff, sondern Verantwortung bedeutet, Gründe angeben zu können für die eigenen frei gefällten Entscheidungen. Gründe, die im gesellschaftlichen Diskurs vor Gott oder der Vernunft standhalten. Es mag vielleicht eine legale Entscheidung gewesen sein, dass der VW-Konzern Herrn Winterkorn mit 3.000 Euro Pension pro Tag in den Ruhestand geschickt hat, nachdem er dieses Unternehmen vorher an den Rande des Ruins gebracht hat. Es mag legal gewesen sein, verantwortungsbewusst war es nicht. Vernunft. Zu den Bürgertugenden gehört die Vernunft. Als kluger Gebrauch des eigenen Verstandes, auch bei der kritischen Würdigung von Traditionen und Erfahrungen. Und natürlich die Toleranz
als der besonnene Umgang mit schmerzhaften Differenzen. Es ist kein abschließender Katalog gewesen, aber doch zumindest Courage, Verantwortung, Vernunft und Toleranz. Eine Antwort auf eine Leitkulturdebatte, die eben nicht offen ist für jeden kulturellen Hintergrund. Diese Bürgertugenden verweisen auf vielleicht einen ganz zentralen Umstand. Liberalität ist bisweilen unbequem und Liberalität ist eine Frage des Charakters. Eine freie Gesellschaft ist nie ruhig, sie ist auch nie harmonisch, sondern sie ist immer konfliktbehaftet. Gilt auch für liberale Parteien. Immer konkurrieren Sinnentwürfe, aber wo Differenzen im Dialog bearbeitet werden, im Parlament, vor Gericht, im Alltag, im gesellschaftlichen Gespräch, wird der Dialog zum Motor und wird zur Voraussetzung gemeinsamen Fortschritts. Und der Soziologe Richard Florida hat 2002 exakt diesen Zusammenhang von Kultur, Kreativität und wirtschaftlichem Wachstum untersucht. Er interessierte sich in seiner Studie insbesondere für Berufsgruppen, die eine eigenständige kreative Leistung erbringen, also IT-Spezialisten, Architekten, Kulturschaffende, Bereich Bildung, aber eben auch Managementaufgaben. Und Florida konnte eins zeigen, dass Kreativität als Standortfaktor einen entscheidenden Beitrag auch zum ökonomischen Erfolg einer Stadt und einer Region hat. Und er sagt, drei T's müssten zusammenkommen. Technologie, Toleranz und Talent. Dann könne eine Region kreative Menschen anziehen und die Wirtschaft boomen. Technologie, Toleranz und Talent, wenn das auch nicht ein Programm für Deutschland wäre. Meine Damen und Herren, kommt nach diesem Rundgang in die politische Gegenwart zurück. Diese Fragen der Liberalität stehen jeden Tag neu zur Abstimmung. In unserem persönlich-politischen Umfeld, im Alltag, aber natürlich auch in den Machtauseinandersetzungen, die es in westlichen Gesellschaften gibt. Diese Liberalität wird gefährdet durch die eigene Erschlaffung und Deformation ihrer Grundsätze. Sie wird angegriffen, aber genauso von außen. Von autoritären Gegnern unseres westlichen Lebensmodells, die beispielsweise in Präsidentschaftswahlkämpfe mit Hackerangriffen eingreifen wollen, um unsere Gesellschaften zu destabilisieren. Diese Liberalität wird gefährdet durch autoritäre Bewegungen im Inneren unserer Gesellschaft, die an das Niedrigste im Menschen appellieren, nämlich Angst, Abschottung und Hass. Wir hatten zwei großartige Wahlen. Ich meine nicht Kiel und Düsseldorf, sondern ich meine die Niederlande und Frankreich. Denn während in 2016 Wahlen genau mit diesem Konzept Angst, Abschottung und Hass gewonnen werden konnten, haben wir in diesem Jahr erlebt, zweimal, dass Wahlen mit dem Gegenprogramm gewonnen werden konnten, nämlich dem Appell, sich der eigenen Vernunft zu bedienen, mit der Bereitschaft, an das Gute im Menschen zu glauben, der Offenheit für neue Entwicklungen und die Welt, dem Streben nach Toleranz und der Bereitschaft zur Veränderung. Was ein Signal der Hoffnung, das wir in Den Haag und in Paris gesehen haben. Es ist aber kein Grund zur Beruhigung, denn in Frankreich war ein Drittel anderer Auffassung. Und auch bei uns ist die Gefahr nicht gebannt, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse umkehren können. Die Vereinigten Staaten haben gezeigt, wie schnell das geht. Der Einsatz für Liberalität ist deshalb aktueller denn je. Und es ist kein Auftrag alleine an die Partei der Liberalität und der Freiheit. Dieses Konzept, das ich Ihnen vorgestellt habe, stellt den Einzelnen und seine Lebenschance ins Zentrum. Zugleich ist damit die Verantwortung eines jeden Einzelnen zur Verteidigung dieser freiheitlichen Ordnung beschrieben. Wenn sich Deutschland begreift
als eine Zuschauerdemokratie. Wenn parteipolitische Neutralität zu einer Attitüde wird, dann gibt es zu wenige, die sich für die Idee der Freiheit einsetzen. In diesen Zeiten ist parteipolitische Neutralität ein Luxus, den sich niemand mehr von Ihnen leisten kann. Ich danke Ihnen.